Zur aktuellen Krise des Hamburger Traditionsvereins schalte ich nun zu unserem Statistikexperten Klaas Buten-Schönenborn. Klaas, was können Sie uns sagen über die Stimmung beim Hamburger Traditionsclub? Ja, Christian, wir haben zunächst mal speziell die HSV-Fans gefragt, warum gibt der HSV gerade so eine peinliche Figur ab? Und hier ist das Ergebnis. 13% sagten, Moment mal, die peinlichste Figur ist immer noch Tim Wiese. 26% meinten, wieso peinlich? Immerhin haben wir diese Saison noch nicht gegen St. Pauli verloren. Und 61% sagten, noch so eine Frage, Krankenhaustage. Nun gut. Unsere zweite Frage ging an die HSV-Spieler. Auch von ihnen wollten wir wissen, warum der HSV im Moment so schlecht ist. 5 Spieler meinten, sorry, I don't understand you, I'm from Chelsea. Ja. 3 Spieler sagten, da müssen sie den Trainer fragen, Bruno Labbadia. Ach nee, Armin Fee, wer ist nochmal unser Trainer? Und 8 Spieler sagten, ich kann gerade nicht, ich programmiere mein Navi für die zweite Liga. Tja, und dann haben wir noch gefragt, was ist zurzeit Ihr Lieblings-HSV-Witz? Darauf sagten 100%, was ist der Unterschied zwischen dem HSV und einem Ü? Das Ü hat immerhin 2 Punkte. Und damit zurück zu dir, Christian. Klaas, guten schönen Morgen. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Klaas, Dankeschön. Danke, Klaas. Komm mit rein.